könnte den ganzen Tag lachen. Der Wetterwarner. Darauf musste er erst mal kommen. Dass das Ding auch, ja, dass es funktioniert. Aber er ist in die Notabschaltung gegangen quasi. Und deswegen brauche ich mich auch gar nicht wundern, dass die Rakete schon wieder da ist, bevor die oben im All hängen bleibt wegen Strom. War auch ein Tipp von euch. Hatte ich umgesetzt, habe ich nie probiert. Scheint ja zu gehen. Gut. Es wird Zeit, dass man hier Silikon kommt. Er kranscht jetzt hier nämlich die Tanks voll. So, was haben wir hier? Eine externe Temperatur von 2 Grad, ne? So krank. Es ging doch schnell, oder? So ein Liter packt er. Stinkt er echt gegen an. Haben wir einen mit CO2 gefüllten Raum. Aber ist ja auch gut so. Lass ich jetzt ganz kurz laufen. Ich hole mal ein paar Radiatoren, dass das CO2 schon mal kalt gemacht wird. Der Raum kann ruhig Temperatur kriegen. Das ist jetzt halb so wild. Das ist jetzt wirklich halb so wild. Boah, ey. Ey, da platzt echt ein Knoten im Kopf. Muss ich ehrlich sagen. Ja, da platzt jetzt echt einfach ein fetter Knoten im Kopf. Oh, das ist so geil. Grad, das ist kein Problem. Achso, da und da drüben wollte ich hin. Das ist jetzt noch alte Kühlmethode, ne? Alte Kühlmethode. Neue Kühlmethode kommt später, wenn ich die neue Kühlmethode auch kann. So, jetzt müsste ich hier richtig Temperature kriegen. Ja, kriege ich auch. Der müsste richtig Temperatur verlost. Genau. Der kriegt jetzt richtig Verlust und ich kriege jetzt hier richtig Raumtemperatur rein. Grad. Ist aber nicht schlimm.
Endlich geht das wieder alles in die Richtung, wie ich will. Ich gehe mal aber auf Nummer sicher. Und nimm die beiden nochmal noch weg. Denn kühlt er nicht ganz so schnell ab, aber schon schnell. X-Gas ist super heiß. Aber er geht jetzt halt runter, Gott sei Dank. So, ich habe mir Insulated Pipe noch mitgebracht. Für... für Kühlverstärkung. So. Hoch oder runter? Runter. Ja. Und jetzt geht die Raumtemperatur sogar schon wieder nach unten. Das ist so krass. Ja. Das ist schon eine Leistung. So, und wenn wir jetzt dieses Gas da, dieses Valve auch ausbauen, das One-Ray Valve, den schon mal vorbereiten. In Vorbereitung. So, das kann ich jetzt exakt noch einmal machen. Nee, kann ich nicht. Aber ist egal. Und dieses Rohr, alles was hier so drinne geht, komplett verkleidet mit isoliertem Rohr, dann müsste ich eigentlich gewonnen haben, weil dann ist wieder ein geschlossenes System. Dann kann ich auch diese ganzen Radiatoren wegnehmen und das wird dann wieder, wie gesagt, von unten her gekühlt. Und ich werde mal die Kühlung direkt über einen Heat Exchanger anschließen. Da ist jetzt das Rohr. Da habe ich 1, 2, 3 Rohre. Ich könnte jetzt hier in der Mitte einen rüberbauen. Könnte es aber auch echt gesagt lassen. Ich könnte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das könnte man machen. Die Rohre nach da führen. Ja, das ist eine gute Idee. Das werden wir auch irgendwie so, wenn wir es lösen. So, jetzt kann ich hier auch schon mal ein bisschen so haben wir das abgeschlossen. Diese dusselige Kabel noch entfernen. Das wird auch alle ein bisschen Gesicht hat. So. Steht da. Pinseln tue ich das nachher auch alles. So, das heißt hier diese drei Rohre quasi nach da führen. Der quasi direkt, buff, einer links vorbei, einer rechts vorbei, fertig. Ja. This is a very good idea. Und so machen wir das auch. Und dann löppt der Lachs von ganz alleine, könnt ihr glauben. Nachdem ich hier so zugeschissen werde, wieder mit ein paar Rohstoffen. So, sie ist 0. Theoretisch zuckt er raus.
Er ist wieder auf grün. Da. Muss ich auch noch mal optimieren. Wir müssen wieder staubsaugen. Es nützt ja nichts. Wir müssen staubsaugen. Kümmern wir uns später um die Rakete. Habe ich jetzt gerade keine Bewandtnis für. So. Wir müssen Silikon vor allen Dingen schmelzen. Wir müssen Uran wegkloppen. Und den Rest müssen wir hier in unseren Schrank lagern, die ganzen vollen. Eine Rakete ist echt mehr als Goldstaub, ne? Das ist einfach so. So. Ja, das müssen wir dringend automatisieren. So, der noch. So, der auch. Der auch. So, Silikon brauchen wir ja. Das war ja das, weswegen wir die Rakete eigentlich losgeschickt haben, damit wir endlich mal wieder Silikon haben. So, Uran braucht kein Mensch. Und weiter im Text. Schön staubsaugen. Naja, also Hydration, da mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken. Bin ich ehrlich. Denn Wasser haben wir wirklich mehr als genug. Essen ist da schon kritischer. So, kann ich hier ein bisschen Deko noch selber raussammeln. So, da haben wir erstmal wieder mehr als genug Silikon. So, Uran können wir so rauskloppen. So, 50, 50. Dass es mit unserer Notschaltung geklappt hat, das ist halt mega, ne? Dass das wirklich so geklappt hat. Da stand sie einfach wieder auf der Matte, das kleine Ding. Bevor das Unwetter losging. Total geil. Zip, zip, zip. Hier wird alles weggestaubsaugt. Staub, 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 Staub. So, und dann haben wir die ganzen Ressourcen schon mal wieder weggepackt. War nicht verarbeitet, aber weggepackt. So, noch irgendwo was ohne Fahrschein. Runtergefallene Dinge kümmern wir uns später. Aber ansonsten nichts ohne Fahrschein. Nee, ne? Ist hier nicht durch die Gegend gerollt oder so. Da ist noch einer. Da ist keiner drin, war da. Das passt alles. Ist irgendwie ausgegangen. Ist wohl nur die Anzeige hängen geblieben. Ist so schön. Dann hat das doch irgendwie funktioniert. So, Silikon haben wir eingeschmolzen. Ist also wieder mit 270 da. Können wir mal gleich was durchlabeln. 100 gleich. Einschalten nicht vergessen. Und dann haben wir mal gleich was noch wieder auf der hohen Kante. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und gleich rin hier. So, und davon können wir gleich Insulated Pipes machen. Wie viel machen wir davon? Wir machen davon elendig viel. 1, 2, 3, 4. Mindestens. Ah, komm, lass uns gleich 60 machen. So, starten wir das Programm. Packen wir noch Stahl ein bisschen dabei. Zack. Erledigt. So, damit ist jetzt Stahl auch alle. 50, so. Müssen wir erstmal wieder überlegen. Hier oben packen wir die Restposten rein. Also alles, was nicht voll geworden ist, packe ich immer gerne extra.
So, Kohle. So. Mal voller Silber. So, was haben wir jetzt hier? 50. Ein halber Silber. Ja. Dann haben wir hier schon mal wieder zusammen. Wie viel können wir davon machen? Wir haben noch 100, also keinen mehr. Wir sollten auch nicht alles machen. Gut, machen wir erstmal das. Bei Stahl ist das Entspannte. Das müsst ihr mir eigentlich gleich raushauen. Da war nichts drin, ne? Oh Gott sei Dank. Stahl müsst ihr mir ja sofort ausspucken, weil er zufällig im Stahlprogramm ist, ne? Dum, 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 dum. Ich und meine Fenice. So. Macht er auch. Ja, auch das funktioniert. Ja, muss man ja mal, ne? Kann man ja mal stolz drauf sein. Ich habe ich selber gebaut, Ding. So, Iron, Silver, alles da. Die ersten 20 Pipes. Dann können wir nämlich hier reingehen in unsere kleine Kältekammer und können uns wirklich freuen. Komm, komm, hier wird nichts gepressurized. Was er jetzt hier für ein Problem hat, weiß ich nicht so genau. Oder werden irgendwelche Restgase irgendwo noch bestehen, sag ich mal. Ansonsten haben wir hier Tendenz stark fallend, nehme ich mal an. So. Ja, das bringen wir erstmal so ein bisschen noch in eine Kühlung. Dann müsste ich meinen Atmosphärenkollegen aufbauen. Das ist aber nicht schlimm. Das Programm ist ja fertig. Dann nutzen wir das gleiche Programm vom Mars eben. Dann nutzen wir das gleiche Programm vom Mars eben. So, da sind die nächsten 20 fertig. So, jetzt lass uns mal kurz überlegen. Material haben wir jetzt mit mal wieder da, ohne Ende. Und jetzt muss ich mal ein bisschen wieder Struktur in meine Gedanken bringen. Wir haben Material. Wir wollen das jetzt kühlen. Wir wollen das unten kühlen. Wir brauchen, um das unten zu kühlen, einen Heat Exchanger. Der ist da. So, diesen Heat Exchanger bringen wir an und dann bringen wir zeitgleich trotzdem noch ein paar Rohre an. Und wenn es geht, in Grau. Ja? Und dann werden wir mal unsere Kühlanlage mal so richtig übel mitspielen. Die kann ruhig ein bisschen was leisten. Die kann auch mal zeigen, was sie kann. Ne, kann ja nicht nur stolz drauf sein, sondern die muss auch mal was bringen. So, das heißt, die Kühlanlage bauen wir so. Und dann mache ich das jetzt so richtig. Ich mache das mal so richtig schick. So. Ey. Was ist da überhaupt wieder für ein Rohr dran? Was war das gerade? Zement? Ist doch wieder das falsche Rohr auch. Ey, bin ich jetzt blind oder was? Wo ist mein Wrench? Ach da. Du bist falsch. Genau. Ich habe ja Angst, runterzufallen, ne? Aber ich kann ja auch dahin springen. So. Steht da. So, jetzt bringen wir noch das Netzwerk hier lang. Und zwar das Kältenetzwerk.
Genau. So, und dann brauchen wir Digital Wealth. Gerne nicht 50, gerne auch nicht 90, gerne 1. Da ist es schon. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Insulated Liquid Pipe. Gerne, ja, wir machen erstmal 30. Haben wir noch genug dafür da? Nee, mal wieder nicht genug Stahl. Weil wir mit Stahl ja gegeizt haben. Das passiert uns jetzt nicht mehr. Stack Size 100. Das ist nämlich eher weniger gegeizt. Immer rein da. Wer weiß, wozu wir noch brauchen. So, gut. So, dann bauen wir mal das Valve schon mal ein. Das Digital Wolf. So. So rum oder so rum, das ist eigentlich egal. So, da haben wir das Digital Wealth. Rein energetisch wäre es natürlich cool. Ja, hier unten habe ich auch alles aus Sicherheitsgründen mit Heavy Cabling gebaut. Und jetzt brauche ich hier nur 2,2 kW. Das ist lächerlich, ne? Aber letztendlich könnte das Kabel ja da auch so runter. Also, wir müssen Heavy Cable verarbeiten, da haben wir gar keine Chance. Da haben wir ja keine Chance. So, jetzt baue ich hier mal Baurohre. So ungefähr. Hoppala. Damit ich überall gut rankomme hier vorne. So, das kann schon mal eingeschaltet sein. Und dann holen wir uns jetzt die Rohre von oben und dann ist es eigentlich schon am Netz. Am Kühlnetz. So sieht es nämlich aus. Haben wir. Perfekt. So. Ist erledigt. Zack, zack. Zack. So, zack. Und hier rum. Und mit ihm Verbindung schaffen. Jawohl. So, jetzt sackt hier natürlich die Megapascal-Geschichte ab. Aber müssten wir eigentlich gleich unsere Kühlung bekommen, die wir brauchen. So, spätestens jetzt wird das CO2 in einer affenartigen Geschwindigkeit gekühlt. Und zwar von unten. Dann machen wir das. Sehr schön. So, das ist jetzt im Sturzflug. Warum auch nicht? Ist ja nun mal so. Kühlt sich eben ab. So.
So. So. Heftig, würde ich sagen, ne? Ist eine direkte Wärmeabgabe, wenn man so will. So. So. Kühlen wir runter. Mehr als Wunder hervorglänzend kann man dazu gar nicht sagen. Fällt mir nichts weiter zu ein. So, wir haben ja Kühlung gesammelt. Ja, das ist natürlich gewaltig, ne? Aber das ist kein Problem. Der arbeitet ja dagegen an. Es sind hier die Massen. Die Massen, ne? Es ist ein massiver Temperaturausgleich hier in Gange. Und dagegen kann er natürlich nicht anstinken. Das ist so. Aber das muss er ja. Also was heißt, er kann nicht gegen anstinken? Natürlich kann er gegen anstinken. Ja, aber jetzt erstmal muss er da durch. Jetzt wird die Kälte erstmal übertragen. Guckt euch mal an. Wir sind hier 80 Grad. Sind aber, obwohl, es sind hier nur 1,3 Kilomol CO2. Ach nee, da sind es 14.660. Alles klar. Ja, 14.660 Mol werden hier gekühlt. So. Und wir können ja diese unglaubliche Kühlung unterbrechen, indem wir einfach sagen, okay, wir machen hier einen Cut. Ja, hier ist es klar. Hier zieht er jetzt gleich. Und hier hört es jetzt quasi auf. So. Dann haben wir da erstmal 100 Grad weniger. Und der Rest muss eben die Zeit machen. Der Rest muss die Zeit machen. Die Zeit muss es kühlen. Er pumpt, er kann halt nicht mehr machen, als er macht. So, hier haben wir unsere gewohnten 476 Grad. Ja, 471. Also das ist noch ein bisschen direkter, wenn man da identisches Gas hat, sag ich mal. 5800 Kilomol als Puffer. 3860. Lass ihn laufen. Also es ist schon ein gewaltiger Temperaturunterschied. Wir haben hier 6 Grad Temperaturunterschied. Und er da oben, er hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert von dem ersten Schock. So, 21, 19. Das passt. So, bei sowas muss ich natürlich aufpassen, muss er da oben eigentlich ausgehen. Er muss ausgehen, sobald er hier irgendwie in irgendeiner Weise über plus 10 Grad oder so kommt, muss er ausgehen. Das ist so. So. War jetzt nicht schlimm, da wir kein Eis mehr verarbeitet haben. Die Rakete stand ja hier, wir haben kein Eis mehr verarbeitet und dementsprechend ist es da nicht dramatisch an der Stelle. Ne? Aber irgendwie müssen wir die Temperatur nur dahin kriegen, wo wir sie hinhaben müssen. Aber er wird noch eine Weile dauern, bis die ganze Temperatur, sag ich mal, durch die Anlage gelaufen ist.
18,6, so 13,5, 13,4, jetzt geht's wieder runter. Das war schon gewaltiger Energieausgleich. Das war schon gewaltig, was hier gerade passiert ist. So, das war mächtig gewaltig. Wir machen hier mal die Ordner zu. So, speichern wir. Das machen wir auch mal zu. So, parallel noch ein bisschen habe ich den so perfekt. Tja, also ich bin sehr zufrieden mit der Lösung. Ich bin sehr zufrieden. Aber guck mal, wie stark sich diese 22.000 Mol, obwohl, ne, sie haben sich um knapp 60 Grad erhitzt und haben das da oben von 200, naja, was waren 70 Grad, 280 Grad, ja, haben sie erstmal 120 draus gemacht. Also 160 Grad von diesen 14.000 Mol abgesägt. Das ist natürlich, das zählt ja auch mit dazu, diese 3600. Also es passt schon. Ne? Letztendlich muss man mal sagen, okay, das war eine unheimliche Speicherleistung. Wenn wir jetzt hier mal parallel in Ruhe unsere Atmosphäre bauen, die kommt ja wieder runter. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Sie kommt ja wieder runter. Gut, so, Atmosphäre. Atmosphäre muss. Tja. Lass uns mal kurz drüber überlegen, wie wir das machen, Leute. Wir müssen eine Atmosphäre bauen. So, diese Atmosphäre muss natürlich gereinigt werden. Sie muss stetig gereinigt werden, weil wenn ich hier mit Lacken arbeite, habe ich X-Gas und so einen ganzen Kram. Wir müssen also eine Atmosphärenanlage bauen, die nicht nur den Druck regelt, sondern am besten auch noch die Temperatur und die Luftreinheit. Das können wir eigentlich kaum machen. Wir müssen den Luftreiniger von der Atmosphäre quasi trennen. Das ist schwierig. Aber unsere Filteranlage, die kann ich jetzt dafür nicht verwenden, um die Luft zu reinigen. Das funktioniert nicht. Luftreinigen ist letztendlich Luftreinigen. So, das heißt, wir müssen, ja, wir brauchen einen Tank. Wir brauchen einen Tank. Wir brauchen einen Tank. Wir können aber. Es ist knapp. Oh nee, wir kommen ans Minus nicht ran. Schade. So, wo stellen wir den Tank hin? Den Tank stellen wir da oben drauf. So, und gut, wenn ich einen Händler brauche, dann hole ich ihn mir. Aber den Tank, den stellen wir einfach oben drauf. Puff, Tank.
Hier kann der Tank stehen, das kann der Atmosphärentank ruhig sein. So, und dann haben wir hier meine Atmosphären. So, Atmosphäre, die braucht quasi Raumtemperatur. Da die Atmosphäre Raumtemperatur braucht, ist es eigentlich Schiedigol. Guck mal, der kann schon mal da weg. Haben wir hier noch einen, den wir da hinsetzen können. So, eins, zwei. Er sitzt falsch rum. So. So. Lass uns mal kurz Kabel einfärben. So. 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 Gut, dann lass uns mal auch Rohre machen. So, Rohre. Hier sind 17. Ich müsste die quasi nicht ansprühen, aber ich mache das jetzt einfach. So, Rohre. So, und jetzt so, jetzt haben wir erstmal die Batterie da. So, dann hier den Tank. Den Atmosphärentank. Den Atmosphärentank mit einer Entladung, wenn man so will. Wie machen wir denn das? Ich müsste ja hier einmal durch. Das heißt, ich muss hier außen mal verkleinern. Oben drauf auch. Da muss hier irgendwie noch die Mixgeschichte hin. Die kalten Gase auf der Wand quasi mixen. Das ist mein persönlicher Plan. Hier generell das als Technikwand für die Atmosphäre nutzen. Das, weil hier ist ja alles bereits. Tja. Schwierig unterfangen nicht sein. Three-Way Corner, auch nochmal Three-Way Corner. So, haben wir.
Hydration critical. Hydration critical. Immer diese Nachdenkerei zwischendurch, ne? Die ist halt echt anstrengend manchmal. Da, da, da. So. So, die brauche ich wohl erstmal nicht. Die brauche ich wohl erstmal nicht. Ja, also ich werde erstmal unten lang gehen, muss dann später von außen verkleinern und dann oben einmal drüber gehen. Muss also diesen einen verkleinern, stell da den Tank hin. Der Tank braucht nicht isoliert sein. Insulated Tank. Ich habe aber nur noch isolierte Tanks. Er bräuchte nicht, er ist es aber. So, hier kommt ja eine geregelte Raumtemperaturregelung rein. Ich bin auch da schon zweimal hochgekommen. So, das heißt... So und so. So. Und das heißt erstmal... Ja. So. Wieder loslaufen. Noch ein bisschen Rohr holen. Ein bisschen Rohr da lassen. Das ist ja quasi so. So, hier brauche ich eine kleine Hängeschaukel. Kann ich nicht. Also brauche ich doch da die kleine Hängeschaukel. So. Gut. So sieht's erstmal aus. So, jetzt haben wir da Abgas. Gut, haben wir das. Dann brauchen wir noch ein paar Gitter. Zum Bauen, Baugitter, wenn man so will. Wie heißen die? Great, irgendwie was. Great, warte mal. Ratings, wieso? Ich gebe erstmal, ja, Grating, ja, genau. Ja, 5. Sehr schön. Sehr schön. Great. Bauen wir erstmal das. So, danke dafür.
So, und dann wissen wir schon mal, wo die Technik hinkommt. Das reißen wir natürlich nachher alles wieder ab. Jetzt nur zum Aufbau gehen wir da einmal ran quasi. So, das heißt, guck mal, hier sind wir schon einmal durchgegangen. So. Und dann haben wir natürlich das Kackbraune von unten, was natürlich die Geschichte mimt. So, dann brauchen wir zwei Gas Mixer. Zwei Gersmixer. Dann besorgen wir uns mal zwei. Wir haben noch drei. Wir brauchen aber nur zwei. Haben wir noch Analyzer da? Nein. Analyzer brauche ich schon keine 30 Stück. Minimum 2. Ja, dass wir immer das messen, was hinten rauskommt. So, die Gratings wollen wir da lassen. So. Wollen wir da lassen. Wollen wir da lassen. Wollen wir da lassen. Wollen wir auch da lassen. Und wo ist er? Wollen wir auch da lassen. Das wollen wir aber beibehalten. So langsam wird's, ne? Mit meinem Jump da hoch. So, dann haben wir Folgendes. Und zwar, wir haben Dinge zu tun. Wir haben ein und wir haben noch ein. Hinten kommt Atmosphäre raus. Diese Atmosphäre wird zwischengespeichert. Diese Atmosphäre wird zwischengespeichert. Gut. Und dann wird diese Atmosphäre aber auch entnommen. Das ist die Entnahme. So. Eins und noch eins. So sieht's nämlich aus. So, dann kommen die Gase. Die Gase. Hier, das muss ich mal abdämmen. So, dann muss ich mal gucken, wie wir das jetzt am dümmsten lösen. Am besten einmal so und einmal so. Dann kriegen wir quasi von dahinter die Gase. So.
So sieht's nämlich aus. So. Elektrische Energie ziehen wir uns hier rüber. Genau. So, angeschlossen. Empfiehlt uns ein Digital Valve oder eine Pumpe. Uns fehlt ein So, da wir ein und das gleiche Rohr zum B und N zum B füllen und entleeren nutzen. Hauen wir auch immer so ein bisschen, ja gut, wir hauen Energie in Dutten, ne? Aber letztendlich ist ja hier letztendlich ist es ja auch wurscht, weil da kommt jetzt das Braune hin. So. 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 So, eine Pumpe weg, eine Pumpe rein. Und noch ein Enner hier. So funktioniert's. Kleine, süße Atmosphärenstörung. Gut, die Pumpe sitzt da oben ein bisschen bescheiden, aber so. Wir brauchen zwei Pumpen noch. Habe ich noch eine? So, nee, Gasmixer. So, zwei Pumpen. Pump. Da. Zwei. So, dann brauchen wir noch ein Ener. Ein Ener. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder. Müsste eigentlich passiert sein, denn.